Ja, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute bin ich mal ein bisschen nachdenklich gestimmt. Es sind da so zwei Steinchen im Schuh, die mich ein bisschen drücke. Will ich mal drüber schwätze. Und dann habe ich eine Neuheit zu empfehlen und auf einmal merke ich, soll ich die überhaupt empfehlen? Ich sitze da voll zwischen den Stühlen. Also, wir sehen uns gleich wieder nach einem kurzen Intro. Bleibt dran! Hallo! Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Nehmt bitte Platz an meiner Theke! Herzlich willkommen zu Völlerockt, meine Musiktipps zu Apokalypse Teil 62! Jawohl, es geht voran! Ja, macht euch einfach gemütlich in diese. Jetzt soll ja draußen so ein Sturm tobe. Hier im Keller, da sind wir hoffentlich sicher, da wird nichts passieren. Und ich begrüße euch, ich freue mich, ich schon wieder eine Woche rum und ich habe wieder ein bisschen was für euch zusammengestellt. Schön! Ja, ich habe ja schon im Intro gesagt, es gibt da so zwei Sachen, die mir so ein bisschen auf der Seele brennen, so Steinchen im Schuh. Es geht um die Schlagzahl der Veröffentlichungen meiner Folgen, die ich hier mache. Das Problem ist halt, dass ich habe, ich will ja nicht irgendwas vorstellen, sondern eigentlich das, was mir gefällt, damit ich das mit einem richtigen Herzblut euch vortragen kann, euch empfehlen kann. Ja, und ich muss halt hier nicht hingehen und irgendwie Sendezeit füllen, krampfhaft Themen finden. Ich muss nicht irgendwelche Firmen beglücken. Ich muss gar nichts. Ich bin niemandem verpflichtet. Die einzige Verpflichtung, die ich habe, ist meinem eigenen guten Geschmack gegenüber. Daher ist es schon ab und an schwierig und das beobachte ich ja schon länger an mir selber, an meinen Folgen, in den Vorbereitungen, für mich gute Musik zu finden, ohne Druck, damit ich sie eigentlich wirklich mit dem Herzblut, das ich eigentlich gerne lebe, vortragen kann. Und trotzdem erzeugt das eine Art Druck und das mag ich nicht und ich will nicht irgendwas hier kaufen, krampfhaft irgendwie vorstellen, nur damit man von Woche zu Woche irgendwas vorstellen kann. Und das ist einfach nicht gut und das macht auf Dauer keinen Spaß. Und deswegen habe ich mir halt so ein bisschen Gedanken gemacht über die Schlagzahl, wie oft man diese Sendungen, der Urgedanke war ja wirklich wöchentlich und wie kann man das füllen. Es kommt ja noch dazu, dass 99,9% der Tonträger, die ich euch empfehle, ja aus meinem eigenen Bestand sind. Also ich könnte natürlich in meinem eigenen Bestand finde ich ständig was, da könnte ich die Sendung füllen bis sonst wohin. Aber es soll ja auch Neuheiten geben. Und diese Neuheiten müssen finanziert werden. Und was da momentan los ist bei der Preisentwicklung, das tut wirklich schon weh, muss man wirklich sagen. Nächstes Problem ist ja auch noch, dass am VÖ-Tag dann nur die CD erscheint oder der Stream, aber die Schallplatte 2, 3 Monate später. Also da habe ich dann auch wieder hier so ein Problem. Und das Ganze muss ja im Wochenrhythmus gehört werden. Auch die anderen Sachen, die ich vorstelle, die höre ich mir, auch die alten Sachen, die jetzt lang schon hier rumstehen, die höre ich mir dann auch alle nochmal konzentriert an. Und das mag jetzt hier vielleicht irgendwie so ein Jammern auf hohem Niveau sein, First World Problems oder irgendwie so, aber ich kenne diese Anzeichen von früher, als man Fansein hatte und das dann auch noch als Online-Magazin bis 2008 betrieben hat. Irgendwann ist so eine Art Druck da und dem möchte ich halt ja, nicht mich nicht unbedingt zu oft aussetze, weil es ist ja auch so eine Sendung hier zu produzieren, keine Ahnung, ob das jetzt jemand mal interessiert, ist ja auch ein Zeitaufwand. Also mittlerweile schreibe ich mir solche Scripts, also das hier, was ich vortrage, ist eine Mischung von einem Skript und die anderen 50% vielleicht Spontanität. Das muss vorbereitet werden. Die Sendung zu drehen ist fast noch der einfachste Part. Dann das Nacharbeiten, das sind 2 Tage weg. Ja, also will mich damit ja auf keinen Fall beklagen. Aber ich muss schauen, dass ich irgendwie mittelfristig da eine andere Schlagzahl reinbekomme. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Soll ich eine Sendung alle 2 Wochen machen? Oder soll ich so nach einem Bauchgefühl 3 Sendungen? Jetzt merke ich, jetzt brauche ich mal eine Luft, weil der Markt vielleicht an Neuheiten für mich ja nichts hergibt. Es soll ja nicht heißen, dass nichts erscheint, aber es muss mir ja gefallen. Es muss mich ja auch überzeugen. Und ich will euch ja auch mit meinem Herzblut überzeugen und nicht irgendwie, ah ja, komm, das rette ich, irgend so ein Produkt, das rette ich jetzt einfach mal gut, damit ich in die Sendezeit füllen kann. Also mache ich dann selbst mal so ein Break nach 3 Folgen, eine Woche Pause oder
wenn es alles genug Themen da sind, 6 Folgen am Stück und dann mal 2 Wochen Pause. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich das machen soll. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir nächste Woche mal keine Folge haben. Dann sehen wir uns erst in 2 Wochen wieder zur Folge 63. Ihr könnt mir auch bitte gerne mal in die Kommentarspalten schreiben, wie ihr das denkt. Ja, ich meine, irgendwann kann man ja auch die Leute irgendwie überfüttern. Ja, willst du was gelten? Mach dich selten, ist auch so ein Motto. Also, es soll natürlich jetzt hier kein Folgen sein im Monatsrhythmus. Das halte ich für einen totalen Schwachsinn, weil dann wird sie auch schon wieder eine 3-Stunden-Sendung. Das ist auch nicht. Aber ich hoffe, ich kann euch mal das kleine Problem ein bisschen näher bringen. Und da, wie das sich, also dieser Druck schleicht sich halt natürlich auch über Wochen, über Monate schleicht er sich so ein. Und ich beobachte das schon sehr lange so an mir. Und dann merke ich auf einmal, jetzt habe ich eigentlich gar keinen Bock, Musik zu hören, muss aber Musik hören. Das muss man sich mal vorstellen. Auf einmal beklagt man sich mit dem zu viel Musik hören. First World Problem, sag ich nur. Aber hey, am Ende vom Tag geht es mir darum, dass ich hier einfach ganz wichtig ist, mein Herzblut und meine volle Überzeugung für ein Produkt, das ich hier vorstelle. Das ist mir am wichtigsten. Und einfach irgendwas halbgar machen, und das habe ich schon irgendwie in 1000 anderen gefühlten Folgen auch schon mal erklärt, will ich einfach nicht. Also, wird es ab und zu mal einen Break geben, wie sich das gestaltet, weiß ich nicht. Schreibt mir mal eure Meinung, würde mich sehr, sehr interessieren. Allah. Aber trotzdem in diesen Zeiten. Ah, komm, na, da, genau. Dankeschön, Dankeschön. Und in diesen Zeiten, in allen Fällen, bleibt Wasser gesund. So, dann legen wir doch mal jetzt richtig los, oder? Allah. Ja, ich meine, jetzt habe ich schon ein bisschen was über Planung von den Folgen erzählt. Ja, wie plane ich so eine Folge? Welche Themen suche ich wie aus? Klar, bei Neuheiten ergibt sich das dann mit dem VÖ-Termin. Und ich habe ja auch schon gesagt, man kann auch immer irgendwas 3 Monate später vorstellen, wenn man es erst in 3 Monate entdeckt. Oder das eine Thema ergibt das andere Thema, wie im Falle von Creator. Da habe ich ja in Folge 59 den Re-Release von Violent Revolution vorgestellt. Und da habe ich mir gedacht, Alter, jetzt habe ich ja noch mehr Bock auf Creator. Und da habe ich mir einfach mal hier wieder, machen wir wieder ein bisschen Hashtag musikalische Erinnerungskultur, gell? Jawohl! Hashtag musikalische Erinnerungskultur. Und hat mir mal Live at the Roundhouse London von 2020 wieder rausgefischt, ist eine Blu-ray. Und was ich nicht mehr wusste, dass neben dem fetten London-Konzert 2 weitere dabei sind, Live in Chile und Masters of Rock Festival in Tschechien, aufgenommen. Also du kriegst in dieser Box 1000%ig Creator, aber voll auf die Birne. Und ich muss auch ehrlich sagen, das Main-Konzert, das in London, das ist richtig klasse. Da stimmt so ziemlich alles. Tolle Bühne, tolle Effekte, tolle Sound. Also absolut richtig, ganz großes Kino. Und ich muss auch wirklich sagen, nachdem Slayer aus meiner Sicht vielleicht zu früh, Fragezeichen, könnt ihr mir auch mal eure Meinung zu sagen, abgedankt haben, gehört für mich eigentlich der Thrash-Metal-Thron von den wirklich noch aktiven Bands, der gehört Creator, habe ich so. Also immer mehr das Gefühl, so wie die das auffüllen, wenn man auch sieht, mit welcher Entschlossenheit sie ihre Alben aufnehmen, veröffentlichen und sich nicht vom Weg abbringen lassen, dann kann man gar nicht auf einen anderen Gedanke kommen, glaube ich. Und ich denke schon, so mein Gefühl, dass Slayer so auf den letzten Metern ihre Karriere doch schon mal so ein bisschen geschwächelt haben. Also ist jetzt so mal meine ganze subjektive Meinung. Aber hier mein Live-Tipp für, weil es ja keine Konzerte gibt. Schaut euch mal hier Creator, da gibt es ja auch noch mehrere Lives, aber hier das London-Teil ist der Hammer, weil insgesamt 3 Konzerte, das ist echt ein fettes Produkt von 2020. Creator, Blu-ray. Guckt das alles noch normal erhältlich, macht richtig Laune. Also. Oh, was habe ich denn jetzt getroffen? Alle Hoppe, ach du Gott. Also ich habe ja dann auch gleich eine Neuheit. Bei den Neuheiten war es, wo ich total begeistert bin, euch das zu empfehlen. Und dann auf einmal kam mir so ein Gedanke, eigentlich möchte ich was anderes empfehlen. Aber jetzt machen wir erst nochmal hier. Lesetipp, neue Devforever ist draußen. Mit exklusiver Vartein-Story. Ist nicht so ganz mein Ding, aber es wird hier Hymnen zur Apokalypse. Was habe ich von Anfang an gesagt? Musiktipps zur Apokalypse, jawohl! Fettes Heft, fettes Heft, Satan, Saxon, Midnight, Amorphis, Voivod, Hammerfall, Helicopters, ah, Pagan, Alter, Iron Fate, Tankard, also fettes Heft.
Und auch die Ankündigung, dass sie demnächst ja, allgemeine Preissteigerung macht bei niemanden halt, vor niemanden halt. Demnächst kostet das Heft, glaube ich, 1 € mehr, steht innen drin. Aber das Abo gibt es noch bis 31. März, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, noch zum alten Preis. Also lohnt sich da ein Abo abzuschließen. Ja, Preissteigerung geht dann nicht so spurlos an allem vorbei. Aber da sage ich euch gleich noch was dazu. Also neue Death Forever beim Zeitungsdealer eures Vertrauens. Meine scheint krank zu sein. Gute Besserung. Und ansonsten online bestellte Link findet ihr unten. Death Forever. Immer, also lese ich sehr, sehr gerne. So, jetzt habe ich eigentlich gedacht, das Album, das ich jetzt vorstelle, das hätte ich schon vor 3, 4 Wochen vorgestellt. Aber irgendwie war da irgendwas mit dem VÖ-Termin, mit dem Liefern. Hat ewig gedauert, bis es bei mir war. Aber jetzt, na endlich, es ist da. Das neue Tony Martin Soloalbum Songs. Jawohl, hier ist es leider nicht auf Vinyl. Ja, der ehemalige, und das wird oft vergessen, manche wissen es nicht, aber ich hoffe ja, dass ich hier super Zuschauer habe, die da genau Bescheid wissen, dass Tony Martin ein ehemaliger Black Sabbath-Sänger ist. Und ja, der ist halt mit einem neuen Album am Start und ja, so ganz nebenbei, wenn man das schon mal wieder erwähnt, immer so gerne habe ich das, also ich erwähne das sehr gerne, weil es meiner Ansicht nach gerne vergessen wird. Hier Headless Cross von Black Sabbath mit Tony Martin unbedingt mal anchecke. Das ist ein Hammer und da gibt es noch weitere starke Alben mit ihm. Ja, was ist mir aufgefallen bei dem Album, als ich es eingehe? Mir ist als erstes aufgefallen, seine Wucht. Das ist ein richtig wuchtiges Album. Also ich war da völligst überrascht, hatte ich irgendwie in seiner Wupp, in seiner Gänze gar nicht erwartet. Und Tony Martin hat von seinem Gesangstalent, von seiner Stimme, habe ich nicht das Gefühl, dass er irgendwas eingebüßt hat. Und wer auf die Black Sabbath-Phase mit ihm steht, wer auf Ronnie James Dio steht, weil seine Stimme geht ja schon deutlich in diese Richtung, auch wenn er das vielleicht eventuell nicht so gern hören mag, könnte ich mir vorstellen, wenn er da immer mit Dio verglichen wird. Aber da kannst du nichts falsch machen und derjenige wird auch nichts falsch machen. Wer diese Phase mit Dio mag, mit Tony Martin, der kann hier eigentlich schon ziemlich blind zugreife, so ist es, aller Hoppe. Ja, und ab und zu kommt mir so ein bisschen der Gedanke auf, es wäre doch ziemlich geil, wenn der Tony Iommi, hat doch jetzt viel Zeit, Black Sabbath ist rum, wenn er mit dem Tony Martin wieder mal ein Album machen wird und ich habe dann ständig beim Hören der Songs doch so im Hinterkopf, was wäre, wenn so ein erfahrener Musiker noch mit dabei wäre und er hat ja auch die Schubladen voll mit garantiert mit geilen Metal-Riffs, die sich über die Jahrzehnte angesammelt haben. Da hätte man, vielleicht wäre da noch eine, da bin ich ziemlich von überzeugt, wäre noch eine Steigerung drin, aber trotz allem, ich finde es ein starkes Album, starke Songs drauf, mir macht es richtig Spaß, es ist so richtig schön wuchtig, bisschen düster Gehalte und ja, und auch wenn ich jetzt Tony Iommi erwähne, will ich natürlich die Gitarrenarbeit hier, ist auch nicht von schlechten Eltern. Also kann ich eigentlich. Das meine ich, das kann ich empfehlen. Das Album habe ich gut gehört. Darauf habe ich mich gefreut. Die Einblendung vom Cover kommt ja jetzt hier irgendwie. Also, Tony Martin, neues Album. Also, kann man wirklich empfehlen. Das macht mir richtig Spaß. Und die Hoffnung lebt, dass der Tony Martin und der Tony Iommi doch noch einmal zusammenkommen. Das wäre doch geil, oder? Headless Cross, ist das klasse. Also echt nochmal den Aufruf, wer das noch nicht kennt oder nie angecheckt hat, macht das mal. Okay, dann kommen wir hier zur nächsten Truppe. Eine sehr interessante Gruppe. Und da ist ja das schon von mir im Intro beschriebene Problem, das ich am Ende habe. Entschuldigung. Die neue Giant Shifting Time von Frontiers Records. Ihr wisst ja, Frontiers Records Vinyl kaufe ich insofern, deswegen schlage ich da eher bei der CD zu. Ja, Giant, das ist die Geschichte von Giant, das war wahrhaftig eine sehr interessante. Gegründet wurde die Band schon in den 80ern von den Brüdern und erfolgreichen Studiomusikern Dan Huff, Vocals, Gitarre, und seinem Bruder David Huff, Schlagzeug. Mit Lust of the Runaways 1989 und Time to Burn von 92 veröffentlichten sie wahrhaftige, kann man wirklich sagen, Genre-Klassiker, absolute Genre-Klassiker des AOR-Rocks, AOR-Melodic-Rocks. Und wer denn, momentan ist ja schwer, Night Flight Orchestra und Nestor, großes Thema. Wer die Musik mag und Giant noch nicht kennt, der kann da wirklich schon mal bei altem und neuen blind zugreifen. Ich habe sie auch 1990 auf ihrer Tour in Frankfurt,
auch damals in der Music Hall live gesehen, aber ich glaube, da waren nur 100 Leute, wenn überhaupt, wenn überhaupt. Ja, im weiteren Verlauf der 90er war es ja nicht unbedingt so gut bestellt für diese Art von Musik. 2001 folgte das dritte Album und danach hat Dan Huff die Band verlassen. Jetzt wird es halt ziemlich interessant. Er ist ein erfolgreicher Studio-Session-Musiker und auch Produzent. Er ist unter anderem auch sehr beliebt in der Country-Szene, da macht er viel. Und erfolgreicher Studio-Session-Musiker, und ich habe mir nur mal so ein paar Namen und auch Produzent aufgeschrieben: Celine Dion, Mariah Carey, Doro, Bob Seger, Chicago. Und das Allerlustigste, das fand ich damals 1995 schon echt witzig. Er hat die Gitarre eingespielt auf dem Abenteuer, wie heißt es, Abenteuerland-Album von Pur. Das muss ich mal überlegen. Ha! Haben die mal einen guten Gitarrist gebracht, oder? Kann man auch im Booklet nachlesen. Und als Produzent hat er zwei Mega, das Album zu verantworten, Cryptic Writing und das Risk-Album. Also der Mann ist rundum beschäftigt, daher brauchst du dann halt nicht unbedingt ihn als Sänger. 2010 kam das nächste Album raus, da hat dann Terry Brooke gesungen. Terry Brooke hatte ich hier auch mal an der Theke mit seiner Band Strange Ways. In der Folge 33 lohnt sich dann. Bing, blinkt es jetzt garantiert hier oben in der Infokarte auf. Strangers ist ja auch für Melodic Rock Fans. Also es gilt wirklich in diesen Kreisen als ein richtiger, auch ein Genre-Klassiker. Strangers, geile Band. Ja, und dann hat es schon wieder 12 Jahre gedauert bis zum nächsten Album, zu diesem hier. Und da singt jetzt ein Kent Hilly, eine mir völlig unbekannte Person, aber auch er macht seinen Job verdammt gut. Also das Album ist wirklich eine ganz tolle Ansammlung von AOR Melodic Rock. Mit bockstarker Gitarrenarbeit, es ist mir wirklich sehr aufgefallen, dass mir die Gitarrenarbeit sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, ich kann euch das Album eigentlich total empfehlen. Oder doch nicht? Heieieiei, ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Also, ja, ich kann das Album euch empfehlen. Es ist wirklich gut. Aber dann bin ich hingegangen, weil ich dann so im Giant Flow drin war und hab mir. Jetzt machen wir hier schon gleich mal ein bisschen Spezialecke, Hashtag musikalische innere Kultur, und habe mir ihr Debüt angehört, Lost of the Runaways, und ihr zweites Album Time to Burn. Und da hatte ich wieder mein altes Soundproblem oder mein neues Soundproblem, das ich in der heutigen Zeit habe. Alter, sind diese zwei Alben geil, sind die fett. Das ist wirklich, wie du es überall nachlesen kannst, Genre-Klassiker vor dem absoluten Herrn. Und was mir sofort aufgefallen ist, war in der Produktion, das Ganze war viel luftiger. Irgendwie habe ich bei der CD, wenn ich die höre und sitze vor meiner Anlage, als wenn das so alles gepresst wäre. Wenn das andere ist luftig im Raum. Und hier bei der Last of the Runaways plupperte mir so schön ein. Ach, jetzt ist der Lemmy umgefallen. Ach Gott, der arme Kerl. Ach du Gott, siehst du. Oh ja. Oh Gott, Lemmy, das können wir ja nicht zulassen, dass du da umfällst, gell, Lemmy? Da muss ich nicht so sehr an der Schägtaugle, ei, an der Teekschaugle. Früher, wenn wir auch nichts so haben, da haben wir, ei, na gut, okay, das ist ein anderes Thema. Also, Robert Stegebübe. Ja, also der Sound ist einfach hier, da pluppert mir dermaßen sehr schön ein Bass entgegen, dass ich dann auf einmal gedacht habe, habe ich eben überhaupt einen Bass auf der CD gehört? Die CD wieder eingelegt, ja, er ist zu hören. Aber hier kommt so ein schöner, warmer, luftiger Sound entgegen. Also, neue Giant, absolut hörenswert, kann man sich holen. Aber wenn ihr euch die holt, dann checkt auch mal hier die Alben an, die alten. Lost of the Runaways, Time to Burn. Es ist wirklich Weltklasse, Weltklasse Musik. Wer auf AOR Melodic Rock steht, der muss das wenigstens einfach mal getestet haben. Ja? Bevor man ja irgendwas verurteilt, muss man es ja auch erst einmal getestet haben. Ja, alle hopp hier, Giant! Und im Strich müsst ihr das dann jetzt entscheiden, ja, was ihr dann da wirklich euch so antun wollt. Und man muss ja auch immer überlegen, wie man sein Geld investiert. Ne? Das Budget ist ja wirklich endlich. Also, hier, nächstes Heft. Rocks, das neue Rocks ist draußen, ganz frisch. Ja, neue Rocks hier mit großer AC/DC-Story, wie von Back in Black zu For South About a Rock. Und
Glockenschlag und Kanonenfeuer. Meatloaf wird nochmal schön abgehandelt, auch die einzelnen Alben nochmal schön besprochen. Slash, Birth Control, Marillion, Beth Hart, Star One, Saxon, Ronnie Atkins, da kommt ja auch eine Soloscheibe raus. Helicopters, Joan Jett and the Blackhearts, oder nur Joan Jett, Jethro Tull, Ghosts, Scorpions, also hier, fettes Heft. Und auch das Rocks ist ja, da will ich, komme ich jetzt mal drauf, ja, da schlägt halt auch die allgemeine Preissteigerung zu. Götz Kühnemund hat es vom Def Leppard auch schon angekündigt, die Preise steigen fürs Papier und auch wurde jetzt hier, wenn ihr das Heft im Laden kauft, dann ist diesmal die CD nicht dabei, die könnt ihr aber dann für einen kleinen Aufpreis online bestellen. Und natürlich, wenn das, ich kann mir das wieder sehr gut vorstellen, wie jetzt wieder alle durchdrehen. Scheiße, nehmen die dann 1 Euro mehr, 2 Euro mehr, so ein Kacke, Kommerzkacke und ihr wollt die Leute abzocken. Also das glaube ich auf keinen Fall. Also mein Kaffee und mein Butter ist acht teurer geworden. Ja, also motze ich jetzt an die Kassiererin an. Scheiße, warum ist ein Kaffee so teuer geworden? Ja, also klar, am Ende vom Tag muss man halt wirklich entscheiden, wo man sein Geld lässt. Mir sind solche Zeitungen wichtig. Und da ich eine allgemeine Preissteigerung erkenne und wenn ich nur dran denke, wenn ich demnächst hier der Öltank füllen muss, ach du Gott, hör mir auf. Ja, da hoffe ich, dass der Putin bald mal Schluss macht mit seinem Ukraine-Scheiß, gell? Also das wirkt sich alles zusammen und da lohnt sich es überhaupt nicht aufzuregen. Ich liebe Musik und ich unterstütze diese Magazine halt dann und ich kaufe sie dann erst recht, ey. Scheiß auf die CD. Immer noch wichtig, die gute Stories, weil ich habe genug Musik zu hören. Alla, hier ist neue Rocks. Online bestelle, mit oder ohne CD oder beim Dealer eures Vertrauens ohne CD und mein Gott, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Alla! Letztlich auch immer da an der Falscheck irgendwie aufgeregt. Aber das hat mich jetzt wirklich mal auch so beschäftigt, weil ich dann auch immer weiß, wie das so abläuft. Und ja, so ist es halt, ne? Alla hopp, ich glaube, die können auch nichts. Und schaut euch an, was die CD ist und Schallplatte, was das so nach oben schießt, ne? Also, da musst du dir mittlerweile wirklich auch schon überlegen, wo dein Budget, was du da alles holst. Ob du dann, nehmen wir mal als Beispiel, die nächste Creator, gibt es ja auch in wie viel Farbe und in wie viel Boxe. Und da gibt es eine. Die neue Geräte-Box und dann gibt es aber nochmal eine Nuclear Blast Edition. Also kannst du dann zwei Boxen kaufen. Hör mir auf. Also ich entscheide mich in dem Falle halt einmal nur für die Schallplatte. Das langt mir dann. Ich meine, wo soll ich denn all die Boxen hinstellen? So schön das hier auch alles ist, von Rush Moving Pictures kommt auch was raus. 40. Jahrestag. Ich glaube, ich habe mal nachgeguckt. 260 Dollar. Es ist halt schon mal eine Hausnummer. Ich meine, könnt ihr mir auch gerne mal reinschreiben, wie ihr darüber denkt, wie ihr das macht, wie ihr für euch dann aussortiert, was ihr denn so kauft. Und dann kommt noch der Record Store Day, den braucht heutzutage auch keiner mehr. Ach so, Geldmacherei. Natürlich kann es auch Geldmacherei sein, wenn man dann alte Sachen nochmal neu veröffentlicht und so weiter. Das ist natürlich alles, muss jeder für sich entscheiden. Wie viel und wofür er sein Geld alles so lässt. Ne? Ich lasse mein Geld in dem Falle hier bei The Savatage Hall of the Mountain King. Re-release, remastered für Vinyl. Heieieiei, ist das ein Kultalbum? Wie viele Kultalben habe Savatage eigentlich? Wie viele habe die? Habe doch nur Kultalben auf gut Deutsch, fast schon. Und ja, remastered für Vinyl, leider ohne gefütterte Hülle, aber hier schön. Zur Aufklappe mit Fotos und so weiter und ein bisschen Text. Hier unten ist das ist auch so geil. Savatage und Tour with Dio. Wenn ich das dann. Oh, Leute, wo ist eine Zeitmaschine? Da wäre ich gerne dabei gewesen. USA-Tour mit Dio. Leck mich am Bar. Hier ist das die Hülle, die nicht gefütterte Hülle, auch mit Texte und allem drum dran. Hier noch ein Inlay dabei. Gibt es ein bisschen was zu nachzulesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Remastern für Vinyl hat sich aus meiner Sicht wirklich gelohnt. Ich fand nämlich Hall of the Mountain King immer schon so ein bisschen schwach auf der Brust. Es klingt jetzt auch wieder alles deutlich klarer, aufgeräumter. Auch der Bass pluppert in dem Falle wirklich angenehmbar, hörbarer. So empfinde ich das mit meinen alten Ohren. Und ja, was soll man ansonsten zu dem Album noch sagen? Ich meine, 24 Hours Ago, Beyond the Doors of the Dark, boah, Murder Song, Legions. White Witch oder speziell halt natürlich der, ja, der Titelsong. Ich meine, das sind Klassiker. Wenn ich eine bessere Stimme hätte,
Macht er ja halt so, oh, das ist so geil. Da geht mir jede. Ich muss jetzt aufhören, weil sonst werde ich hier gleich vor absoluter Begeisterung, vor ergriffener Begeisterung, sonst fange ich echt an zu heulen, weil das ist so geil. Ich lege das auf und da habe ich so ein Gänsehaut und. Aber wem erzähle ich das? Ihr werdet das all kennen, das Album. Wer nicht, der schlägt dann endlich zu. Sabotage, Fall of the Mountain King. Und jetzt kommt noch Gutter Ballet und dann kommt Streets. Ach Gott, das sind echt Festtage. Dem Falle gebe ich schon mal Geld dann wieder gern aus. Dafür muss man dann an anderer Stelle irgendwie mal zurückschrauben, ne? So, ne? Ja, Allah, hier, Sabotage. Da, Sabotage. Geil. Aber ich habe noch was. Gehört eigentlich in die Live-Ecke an der Anfang, aber ich wollte es dann hier reinbringen. Hier gibt es nämlich eine Gutter Ballet World Tour von Rock Brigade Records. Richtig geil, das ist so ein Radio-Broadcast, aufgenommen 1990 in Dallas, Texas. Und das macht richtig Laune, müsst ihr mal schauen. Gibt es keine große Auflage? The Dungeons Are Calling, Sirens of Rage and War, She Is in Love, Beyond the Doors of the Dark, 24 Hours, Hall of the Mountain King, unter anderem drauf. Schön aufgemacht. Ist auch dann hier noch so ein Inlay dabei und dann hier so ein Poster. Gut, ist jetzt nicht unbedingt das Schickste, aber man gibt sich Mühe, etwas dazu zu tun. Platte war dann hier in goldener Farbe. Aufnahme lohnt sich, hört sich richtig schön rau, hört sich schön echt an. Also müsst ihr mal, komm, ich zeige es noch. Alter, hier. Gutter Ballet World Tour 1990. Einfache LP. Macht mir richtig Laune, so Sache. Gell, hier ist Sabotage. Oh, dann nehmen wir jetzt hier den Zettel noch und dann werfen wir den Arm auf. Hat. Hätte mir das auch für die Woche erledigt. Alla, das war's schon. Folge 62 von Völlerockt. Das war's? Ja, genau. Ich sieg's mir noch. Von Völlerockt. Meine Musiktipps zur Apokalypse Teil 62. Zur Folge 63 sehen wir uns in 2 Wochen. Und ja, schreibt mir doch einfach mal, was ihr darüber denkt. Preisentwicklung von Hefte, Preisentwicklung von Tonträger und was soll ich machen mit der Schlagzahl der Veröffentlichung meiner Folgen? Soll ich immer mal ein bisschen leicht zurücktrete, als zu viel zu machen? Eure Meinung wird mich interessieren. Wir sehen uns also wieder in 2 Wochen. Macht's gut, kommt gut durch die Zeit und Wasser ist gesund. Ciao! Ja, komm hier, Mann. Applauschen, nur für euch.